Back from the dead. Ja, willkommen zu einer neuen Episode der Fortnite Daily News und heute geht es um ein geiles Konzept, News zum Arkangleiter bzw. der Compensation für die Leute, die das Event leider nicht miterleben konnten oder da Probleme hatten und noch eine andere krasse Sache und ich würde sagen, wir fangen mal direkt mit den ersten News an. So, wir fangen mal an bei Fortnite auf Twitter und zwar gab es ja da so einen ganzen, ich sag mal einen ganzen Thread mittlerweile schon durch die ganzen Updates, die passiert sind für den Arkangleiter. Da ist ja so viel Schwachsinn passiert. Also erstens mal sollte der Arkangleiter bekommen werden für alle Leute, die, ich sag mal, bei dem Event nicht dabei sein konnten oder bei dem es nicht geladen hat oder bei dem einfach gar nichts passiert ist. Hauptsache, ihr wart im LTM drin. Das Problem war, dass das irgendwie nicht richtig passiert ist. Denn einige Leute haben wohl tausende V-Bucks bekommen, irgendwelche Skins aus ihren oder Items aus ihrem Spind gelöscht bekommen. Das Ganze ist dann wieder als Update sozusagen verändert worden. Da gab es dann wieder Riesenprobleme. Da haben dann einige Leute ihre Skins behalten dürfen, einige waren trotzdem weg. Das ganze Update und alle anderen Sachen, die jetzt eigentlich richtig passieren sollten, also das sprich alle V-Bucks wieder weg, alle Skins kommen zurück und der Gleiter soll ausgerollt werden, alles in den nächsten 76 Stunden, nach und nach werden die Leute sozusagen die Sachen erhalten. Das heißt also, nochmal im Klartext, habt ihr den Arkangleiter schon gekauft, ihr wart im LTM dabei, dann bekommt ihr die V-Bucks zurück, so viel wie er gekostet hat. Ich glaube, das waren 1200 V-Bucks. Wenn ihr den nicht habt, dann bekommt ihr den, bekommt aber keine V-Bucks. Nur damit das klar ist. Also, das schon mal als Neuigkeit dafür und endlich hat Fortnite das hinbekommen. Hat ja ein paar Tage gedauert. So, in den nächsten News geht es um die Fortbytes. Ihr wisst, es gibt eine neue Challenge, wo jeden Tag ein neuer Fortbyte sozusagen freigeschaltet werden kann. Nicht unbedingt immer sofort. Einige Sachen sind zum Beispiel erst nach einer gewissen XP-Hürde zu bekommen und freizuschalten. Hier aber mal aktuell das Bild bzw. alle Fortbyte-Bilder sozusagen freigeschaltet für die, die jetzt schon in den Files drin sind. Das ist sehr, sehr interessant zu sehen. Das ist sozusagen eine Szene, als unser Bunker-Ben sozusagen im Bunker war die Jahre da, wo er die Banane gegessen und getrunken hat. Und da ist er so ein bisschen verrückt geworden, anscheinend. Oder eben nicht, ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist er auch ein Verschwörungstheoretiker geworden. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was hier passiert. Einige Sachen, die aufgefallen sind, beziehungsweise die ich auch im Internet gelesen habe, die interessant sind, ist, er steht nicht vor der Wand. Er malt also, erstens malt er was an der Wand, das können wir sehen. Er steht nicht an der Wand, sondern er klettert sozusagen an dieser Wand. Oder es ist der Boden, das könnte nämlich auch sein, bin mir nicht ganz sicher. Viele spekulieren darüber, dass er vielleicht klettert, weil das war ja eine Option, die ja schon mal in den Spekulationen war, reinzukommen in Fortnite, dass man klettern könnte. Wäre interessant auf jeden Fall. Viel wichtiger ist aber das Bild im Hintergrund, denn wir sehen oben rechts schon, da ist Kevin der Cube. Unten links ist so eine Art Auge. Ich gehe davon aus, dass das kein Auge ist, sondern dass das Loot Lake wahrscheinlich ist, was sich geöffnet hat. Also dieses Vault-Event, was wir hatten. Wir sehen ihn selbst sozusagen. Was sehen wir hier noch? Wir sehen ganz viele Punkte. Wir sehen Bananen drin. Ich denke, das wird so eine Art Storyline sein. Ich denke, er wird so ein bisschen die Dots sozusagen, also die Punkte connecten, die bisher so in der Story überall passiert sind und wird so ein bisschen aufklären, was so passiert ist. Zumindest seine Theorie. Ich bin übelst gespannt, denn das fehlt so ein bisschen. Das ist ja das, was ich immer bemängelt habe irgendwie bei Fortnite in der letzten Zeit, dass das irgendwie nie aufgeklärt worden ist, wie das mit der ganzen Story überhaupt zusammenhängt. Das war alles so ein bisschen Wirrwarr und alles so ein bisschen bunt reingeschmissen. Und wenn wir jetzt eine komplette Aufklärung bekommen sollten dadurch, richtig nice, würde mich übelst freuen. Dass das allerdings als Challenge gemacht worden ist, natürlich ein bisschen krass, muss ich sagen. Wäre geil, wenn wir da mal eine bessere Aufklärung bekommen hätten. Aber so reden natürlich alle wieder drüber. Deswegen Hut ab an Epic, hat man auch wieder interessant gemacht. Auf jeden Fall könnt ihr gerne mal reinschreiben, was ihr glaubt, wie das alles zusammenhängt. Also wir sehen auf jeden Fall schon mal zwei dicke Anhaltspunkte, die zusammenhängen. Zum einen Kevin der Cube und zum anderen das Vault-Event. So, und zum Ende nochmal ein richtig geiles Konzept von Noble. Ich weiß nicht, ob ihr Noble kennt. Noble ist der, der auch das Konzept für den Dream- bzw. den Traum-Skin gemacht hat, der dann tatsächlich reingekommen ist in den Shop und einer der besten Skins meiner Meinung nach seit langer Zeit gewesen ist. Noble, ein richtig geiler Creator, hat das hier gemacht. Ich muss sagen, das könnte wirklich reinkommen, denn das ist, glaube ich, gar nicht so viel Arbeit für Epic, den reinzubringen. Weil wir haben ja viele Skins schon, die so einen Motorradhelm aufhaben. Im Grunde müsste man nur die Farbgestaltung ändern. Und diese Neon-Look, sage ich mal, dass der Rahmen so ein bisschen neonmäßig gehalten worden ist, passt natürlich auch perfekt jetzt zu dieser ganzen Neo-Tilted-Geschichte, zu diesem ganzen Zukunfts-Update. Und ich muss sagen, die Spitzhacke von ihm ist der absolute Hammer. Ganz ehrlich, würde ich mir direkt easy gönnen. Bei dem Skin wäre noch geil, wenn man da vielleicht einen zweiten Style oder sowas hinzubekommen würde. Aber den kann ich mir gut vorstellen, so als 1200er Skin, ohne Backbling vielleicht. Wäre vielleicht richtig nice, oder 1500 vielleicht. Und dann vielleicht für 800, aber wahrscheinlich eher 1200 die Spitzhacke, müssen wir ehrlich sein, weil die schwebt, hat eine Animation und so, wenn die das wirklich so rausbringen sollten. Übelst nice, ihr könnt ja gerne mal reinschauen, was ihr davon haltet. Link unten auf jeden Fall in der Videobeschreibung von ihm zu seinem
Instagram-Account, da könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken, denn er hat richtig geile Kreationen schon gemacht. Und ich glaube, der Dreamskin war nicht der einzige, der schon reingekommen ist. Ich glaube, er hat schon mal einen Skin kreiert, der schon reingekommen ist. Also auf jeden Fall ein richtig geiler Artist, den man auf jeden Fall unterstützen sollte. So, dann bin ich am Ende meiner News für heute. Ihr könnt ja gerne mal unten reinschreiben, was ihr davon haltet. Und vor allem, was mich interessieren würde, schreibt gerne mal unten rein, ob ihr den Arcane-Gleiter schon bekommen habt, beziehungsweise die V-Bucks bekommen habt. Und was euch Weirdes passiert ist in der Zeit, habt ihr auch irgendwie so 60.000 Coins, 30.000 Coins, Coins sag ich schon, V-Bucks bekommen, dann schreibt das gerne mal unten rein. Und was ist am Ende passiert? Habt ihr die wieder abgezogen bekommen? Habt ihr welche ausgegeben, Skins kaufen können, durftet die behalten? Denn ich habe einiges in meinem Stream gehört, dass einige Leute, ich sag mal, 30.000 Coins oder irgendwie sowas bekommen haben, konnten sich Skins davon kaufen aus dem Shop. Und am Ende des Tages hat man die Skins behalten, die Coins wurden abgezogen, aber man hat die Skins behalten dürfen. Das würde mich mal interessieren. Schreibt gerne mal unten rein in die Kommentare, wie verrückt das Ganze da mittlerweile passiert ist oder ob das wieder abgezogen worden ist. Crazy Geschichte auf jeden Fall. Und natürlich auch zum Konzept eurer Meinung und natürlich auch zu den Fortbytes. Würde mich auch mal gerne interessieren, was da eure Theorie ist, wie das Ganze da zusammenhängt und was ja euer Gedanke zu der Storyline ist. Würde mich auch mal interessieren. Schreibt gerne mal unten rein. Und wie immer, wenn ihr das Video cool fandet, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da. Unterstützt mich gerne mit dem Creator-Code, wenn Snipes. Und dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.